Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Neben mir steht der Vorsitzende Bernd Kixinger. Es geht heute um vier Punkte. Zum einen ein Sofortprogramm zum Corona-Notstand, dann um den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, um das Verfassungsreferendum in Chile und um den Generalstreik in Belarus. Bitte schön. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben ja schon einen Winterfahrplan zur Corona vorgelegt. Jetzt legen wir noch mal nach mit einem Vier-Punkte-Sofortprogramm gegen den Corona-Notstand. Hintergrund ist folgender. Die Bundesregierung hat sich sehenden Auges vom Corona-Winter überraschen lassen. Eigentlich wussten es alle, was auf uns zukommt. Es wurde versäumt, bundeseinheitliche Kriterien und Regelungen für regional gezieltes, aber koordiniertes Handeln zu schaffen. So erscheint die Handlungsweise der Bundesregierung oft chaotisch getrieben und willkürlich. Und vor allen Dingen sucht die Bundesregierung immer die Schuld bei den Einzelnen und deswegen geht sie von einem Appell zum anderen. Im Übrigen werden dann die Entscheidungen am Parlament vorbeigeführt, was auch zu einer Entpolitisierung der Entscheidungen führt und zu einer mangelnden Akzeptanz bei der Bevölkerung. Es bleibt, wie gesagt, beim Moralischen. Dann kommt dazu, dass wir eine zweite Welle der Pandemie gerade erleben. Die zweite Welle besteht aber in massiven Stellenstreichungen, Massenentlassungen, Standortverlagerungen, Existenznöten von vielen Menschen und für viele auch in einer sozialen Katastrophe, die sie gerade erleben. Dort erscheint die Bundesregierung völlig handlungsunfähig. Nicht mal die Sache mit der Fleischindustrie konnte bisher geregelt werden, sondern führt zu einem neuen Konflikt innerhalb der Regierung, obwohl doch gerade Frachtzentren, Massenunterkünften und die Fleischindustrie wirkliche Hotspots für die Corona-Ansteckung sind. Deswegen fordern wir ein Vier-Punkte-Notprogramm, das aus folgenden Überschriften besteht. Erstens Sonderprogramm in Gesundheit und Pflege und eine bundesweite Stabsstelle, die die Anstrengungen koordiniert. Zweitens, wir brauchen Alternativen zu Sammelunterkünften und dicht gedrängten Wohnheimen. Drittens, soziale Sicherheit, Schutz vor Verlust von Arbeitsplätzen und Wohnung. Viertens, eine gerechte Verteilung der Kosten der Krise. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst verbessert die Einkommen der Beschäftigten in der Pflege und hat die unwürdige Regelung mit den Einmalprämien beseitigt. Aber er hat die Frage der Pflege und der Bezahlung der Pflege nicht wirklich lösen können. Das würde auch die Tarifpolitik überfordern. Das ist eine politische Aufgabe. Und was fehlt, ist eine wirklich spürbare Anhebung der Gehälter für die Pflege um 500 Euro, wie wir das schon lange vorschlagen, im Monat. Und es geht darum, ein Sofortprogramm zu verabschieden, praktisch mehr Pflegekräfte einzustellen. Es fehlen ja 100.000 und wir sagen aber, bis Ende des Jahres müssen Maßnahmen ergriffen werden, um wenigstens 50.000 Stellen in der Pflege zu schaffen. Dazu gehört natürlich die bessere Bezahlung. Zweitens, es muss damit Schluss sein, dass Krankenhäuser dem Profit dienen und sich praktisch an die Marktkräfte anpassen. Deswegen brauchen wir ein Gewinnverbot bei Krankenhäusern. Sie müssen dem Gemeinwohl verpflichtet werden. Und bei den Aufgaben, die jetzt auf Sie zukommen, ist das wirklich keine Kleinigkeit, sondern ein dringendes Gebot. Und deswegen muss auch die Bundesregierung deutlich machen, dass der Zweck von Krankenhäusern sind, die Bevölkerung zu versorgen, sie gesund zu machen, nicht Gewinne zu machen. Das zweite Thema bei der Gesundheitsversorgung sind die Gesundheitsämter. Der Personalmangel ist ja jetzt offensichtlich geworden. Die Bundesregierung hat zwar ein Sofortprogramm gemacht, das 5.000 Stellen schafft. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei 400
Gesundheitsämtern sind es gerade mal 12,5 Stellen im Schnitt und die Gesundheitsämter kommen nicht hinterher. Die Versäumnisse der Vergangenheit wirken eben in die Gegenwart und in die Zukunft und deswegen brauchen wir ein Sofortprogramm, das sofort 30.000 Stellen in den Gesundheitsämtern schafft. Das ist zwingend, weil die Gesundheitsämter müssen nachverfolgen können, wo und wie Leute angesteckt sind und müssen auch die entsprechende Beratungsarbeit vor Ort leisten. Der zweite Punkt, Alternativen zu Sammelunterkünften. Wir wissen alle, dass die Sammelunterkünfte sowohl für die Asylsuchenden, Geflüchteten, als auch für die Beschäftigten in bestimmten Gruppen wie in der Fleischindustrie ein großes Problem sind und die Ansteckungsgefahr erhöhen. Deswegen müssen diese Sammelunterkünfte umgehend aufgelöst werden. Und wir müssen vor allen Dingen obdachlose Menschen in Wohnungen unterbringen oder in Hotelzimmers. Man kann nicht die obdachlosen Menschen entscheiden lassen, ob sie lieber erfrieren oder ob sie sich lieber mit Corona anstecken sollen. Deswegen brauchen wir die regelmäßige Unterbringung in Wohnungen und Hotelzimmern. Ich verweise ja auch auf das finnische Modell, das ja viel besser funktioniert. Sprich, das Beschaffen von Wohnungen muss am Anfang stehen, nicht am Ende praktisch der Obdachlosenbetreuung. In diesem Zusammenhang muss man auch noch, Entschuldigung. Dann erleben wir gerade, dass massenhaft Menschen entlassen werden. In der Automobilindustrie droht wirklich Kahlschlag. Das hat zum Teil auch gar nichts mit Corona zu tun. Es wird die Gunst der Stunde genützt, um Standorte zu verlagern und ganz zu schließen. Ich habe da im Übrigen überhaupt kein Verständnis dafür. Wenn Standorte, die über Jahrzehnte von den Belegschaften aufgebaut wurden, mit einem Federstrich geschlossen werden und Hunderttausende von Existenzen vernichtet werden, nur damit der Profit erhöht werden kann, dafür gibt es meines Erachtens keine Rechtfertigung und es ist unverantwortlich, dort politisch nicht einzuschränken. Deswegen müssen grundsätzlich politische Hilfen an Unternehmen, an Arbeitsplatzsicherung und an Bedingungen, Tarifverträge einzuhalten und Standorte zu belassen, geknüpft werden. Es rächt sich jetzt wirklich, dass es nicht getan wurde. Ich bin sogar der Meinung, die Bundesregierung muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Hilfen, die schon gewährt wurden, zurückgefordert werden, wenn Betriebe Massenentlassungen vornehmen oder Standorte schließen oder Standorte verlagern. Wir erleben gerade, dass alle DAX-Konzerne gewaltige Profite im dritten Quartal gemacht haben. Also die Gewinne stimmen, aber für die Beschäftigten stimmt es nicht. Wir brauchen im Übrigen auch Veto- und Mitbestimmungsrechte. Dass Standorte ohne Einbeziehung und ohne Mitbestimmung von Betriebsräten, Gewerkschaften und Belegschaften geschlossen werden können, ist im 21. Jahrhundert nicht mehr rechtfertigbar. Deswegen wäre es Zeit, hier entsprechende Voraussetzungen für erweiterte wirtschaftliche Mitbestimmung zu schaffen. Wir brauchen bessere Hilfen für Kneipen und Kulturbetriebe, für Solo-Selbstständige und eine Wiederauflage des Schutzes für Mieter und Mieterinnen. Wir sehen ja gerade in der ganzen Veranstaltungsbranche, die an die Wand gefahren wird, die auch fast jede Woche auf die Straße gehen, dass die Hilfen der Bundesregierung für viele Solo-Selbstständige nicht greifen. Und leider weiß man das schon ewig, aber es wird nichts gemacht. Sie gehen wirklich am Stock und verlieren ihre Existenz und es betrifft leider Millionen von Menschen. Wir brauchen Mieterschutz für die Gastwirte und für die Restaurantbetreiber und so weiter. Die dürfen nicht wegen mangelnder Einnahmen einfach gekündigt werden können, sodass sie ihre Existenzgrundlage verlieren. Und wir brauchen grundsätzlich den Schutz von Mieter und Mieterinnen. Das geht jetzt einfach länger und der Mieterschutz ist im Juli ausgelaufen. Wir drängen darauf, dass dieser Mieterschutz verlängert wird.
über das Jahr hinaus, sodass Mieter und Mieterinnen wegen mangelnder Löhne und Existenzgrundlagen nicht einfach aus ihren Wohnungen geworfen werden können. Und letzter Punkt: Alle Maßnahmen werden nur akzeptiert, wenn es eine gerechte Verteilung der Krisenkosten gibt. Und es ist unverantwortlich, dass in der Krise die Milliardäre reicher geworden sind. Während der Pandemie hat ihr Vermögen auf über 500 Milliarden zugenommen. Das sind 80 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Sprich, die Superreichen haben kräftig verdient, während andere Menschen die Zeche bezahlen sollen. Das ist für uns nicht akzeptabel. Deswegen fordern wir auch dringend eine Vermögensabgabe von 10% für hohe Einkommen, für das oberste 1%. Diese Vermögensabgabe soll einmalig sein, aber dynamisch nach oben und soll mit 10% beginnen. Und sie sollen grundsätzlich einen Einstieg markieren in eine Vermögenssteuer. Wir werden praktisch die Kosten der Krise nicht bezahlen können, wenn wir nicht ein gerechtes Steuersystem schaffen. Sonst droht wieder, dass Erwerbslose, Rentner und Rentnerinnen und Beschäftigte die Krisenkosten bezahlen. Das ist inakzeptabel. Also wir kämpfen dafür, dass dieses Notprogramm schnell umgesetzt wird und werden im politischen Raum darauf drängen. Zum Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Am Wochenende wurde eine Einigung erzielt. Ich bin als Gewerkschafter froh darüber, dass Verdi in dieser Krisenkonstellation handlungsfähig war und dass die Menschen im öffentlichen Dienst nicht akzeptiert haben, dass sie einerseits beklatscht werden im Parlament, aber dann am Tarifverhandlungstisch nichts bekommen sollten. Also die Mobilisierung der Beschäftigten gegen die mehrmonatigen Nullangebote der Arbeitgeber war gut und darauf kann die Gewerkschaft auch stolz sein. Der Abschluss, das steht mir ja gar nicht zu, den im Einzelnen zu bewerten, aber insgesamt wurde unter Krisenbedingungen einiges für die Beschäftigten rausgeholt. Da ist sicher noch Luft nach oben. Aber was mich am meisten freut, ist, dass die unteren und mittleren Gehaltsgruppen mehr bekommen und dass die Pflegekräfte auch mehr bekommen sollen. Ich glaube, das kann sich Verdi auf der Habenseite anrechnen lassen. Grundsätzlich kann es nicht sein, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit Lohneinbußen die Krise bezahlen müssen, nur weil die Kommunen zu wenig Geld bekommen. Auch dort stellt sich die Frage der Steuergerechtigkeit. Das heißt, wir müssen die Kommunen besser ausstatten. Dazu brauchen wir auch dringend eine Vermögensteuer und eine Vermögensabgabe. Zum Verfassungsreferendum in Chile. Eine gute Meldung aus Chile. Nach einem langen Kampf zahlreicher Bewegungen wird sich das Land endlich eine neue Verfassung geben. Es ist damit einem Schritt weiter in der Aufarbeitung der Militärdiktatur unter Pinochet näher gekommen. Wie Sie wissen, war das erste große Versuchslabor für die radikalste neoliberale Politik zu Lasten der sozial schwächeren und einkommensärmeren Schichten. Es ist höchste Zeit, dass mit diesem gescheiterten Modell auch auf der Verfassungsebene aufgeräumt wird. Und es war doch eine deutliche Mehrheit dafür, eine neue Verfassung zu machen, die auch klarere Grundrechte und klarere soziale Rechte beinhaltet. Wir freuen uns mit der chilenischen Bevölkerung über ein tolles Referendum, in dem mit überwältigender Mehrheit entschieden wurde. Letzter Punkt zum Generalstreik in Belarus. Seit Monaten protestieren die Menschen in Belarus und gehen gegen den Diktator Lukaschenko auf die Straße. Was wir jetzt am Wochenende wieder an Bilder gesehen haben, mit welcher Gewalt gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen wurde, ist unerträglich und unakzeptabel. Ich kann nur meine Bewunderung mit den Protestierenden hier zum Ausdruck bringen, dass sie trotzdem durchhalten. Wir solidarisieren uns mit den Protesten gegen das autokratische System.
bei dem demokratische Wahlen seit Jahren eine Farce sind. Ich finde, der ausgerufene Generalstreik ist ein guter nächster Schritt, weil auch deutlich gemacht werden kann, dass mit ökonomischem Druck demokratische Rechte erkämpft werden können. Die demokratischen Gefangenen müssen dringend freigelassen werden und demokratische Wahlen ermöglicht werden. Darauf sollte auch die Europäische Union stärker drängen. Vielen Dank. Damit ist auch wieder Raum für Ihre Fragen. Während dieser Pandemie haben wir ja immer die Möglichkeit gehabt, dass diese Fragen auch per E-Mail oder SMS geschickt werden. Das wurde auch gemacht. Unter anderem von Frau Palzer von der ARD. Sie hat um zwei Statements gebeten. Zum einen fragt sie nach dem Stand der Vorbereitungen des Parteitages und zum anderen bittet sie um ein Statement zu dem Tod von Herrn Obmann. Ja, zuerst zum Parteitag. Unser Parteivorstand hat am Samstag noch einen verkürzten Parteitag beschlossen, wo nur das satzungsgemäß Notwendige gemacht werden soll, also die Wahlen durchgeführt werden. Vorgesehen haben wir das für Freitag. Eine endgültige Entscheidung, ob der Parteitag überhaupt stattfinden kann, werden wir morgen im Parteivorstand treffen. Natürlich hat sich die Lage inzwischen erheblich verschärft. Die Zahlen sind nach oben gestiegen und wir müssen die Entscheidung treffen, ob es überhaupt verantwortlich ist, den Parteitag durchzuführen. Sie werden aber verstehen, dass es bei uns eine demokratische Entscheidung sein muss. Wir einen großen Konsens finden müssen. Deswegen will ich da auch nichts vorwegnehmen, sondern wir haben morgen Abend um 17 Uhr Parteivorstandssitzungen, werden dort die endgültige Entscheidung treffen. Es kann aber durchaus sein, dass es dann doch nicht meine letzte Pressekonferenz heute war. Wir müssen das mal weiter beobachten. Ich bin aber auch ganz zufrieden mit meiner Partei. Wir haben im Unterschied zur CDU ein gutes Verfahren gehabt, jetzt die ganze Zeit. Wir haben gründlich miteinander diskutiert, gründlich miteinander jeden Schritt beraten und haben einen permanenten Konsens in der Partei über das Verfahren erzielen können. Damit bin ich sehr zufrieden und ich gehe mal davon aus, das werden wir auch morgen hinbekommen. Also öffentlicher Streit in so einer sensiblen Frage ist, glaube ich, nicht angemessen. Zum Tod von Thomas Obermann. Ich bin wirklich fassungslos und schockiert über den Tod. Es ist ganz schlimm, wenn jemand mittel aus dem Leben so herausgerissen wird. Thomas Obermann war jetzt nicht auf der gleichen politischen Längenwelle wie ich und er war auch ganz bestimmt kein Linker in der SPD, aber er war ein integrer Mensch und er war für mich immer vertrauenswürdig. Ich habe mich gern mit ihm unterhalten und gern mit ihm getroffen und wir trauern wirklich zusammen mit seinen Angehörigen und Freunden um Thomas Obermann und wünschen seinen Genossinnen und Genossen und seiner Familie viel Kraft für die nächste Zeit. Dann gibt es noch eine Frage von Herrn Kuhn, auch vom Deutschlandfunk, auch zu dem Parteitag. Er fragt noch einmal nach den Argumenten für und gegen eine Verschiebung. Ja, wir wollten eigentlich mindestens einen Parteitag machen, der die Neuwahl der Vorsitzenden und des Parteivorstandes ermöglicht. Wenn wir das aber machen, kommen wir trotzdem nicht unter 8 Stunden. Das spricht für einen verkürzten Parteitag, aber wir konnten eben nicht einschätzen, wie schnell diese Pandemiewelle auch Erfurt erreicht. Wir haben eben die Inzidenzzahlen von jetzt knapp 60 dort. Und es reisen eben aus der ganzen Bundesrepublik Delegierte an und auch aus Hotspots. Und einige Delegierte haben auch schon signalisiert, dass sie nicht anreisen können, weil sie eben gefährdet sind. Das heißt, wir kriegen ein Problem mit der demokratischen Legitimation, wenn viele Delegierte gar nicht anreisen können oder auch nur ein erheblicher Teil. Und wir müssen natürlich eine Risikoabwägung machen. Also die CDU, das wissen Sie, hat jetzt heute ihren Parteitag abgesagt, der ja erst im Dezember
stattfindet. Wir wissen um die Zahlen und die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Zahlen nicht mehr nach unten gehen, sondern eben steil nach oben. Deswegen werden wir verantwortungsbewusst morgen im Parteivorstand entscheiden. Vielen Dank.